Leute, jetzt wird es Rumsbums. Ja? Hier mit Just for Pyro am Start. Ja, oh moin. Was haben wir hier als erstes? Wollen wir mal gucken. Ich habe noch gar nicht vorgestellt. Kanonenschläge. Zweimal Kanonenschläge. Dann haben wir noch Super 1. Genau. Auch zweimal. Na, ist das Super 1? Ja, oder? Jo. Zweimal frische D. Mhm. Auch noch schön hier mit dem alten Logo. Ja, sehr schön. Was haben wir denn hier? Mal richtig feste Kanonenschläge. Oh, sieht sehr gut aus. Auch noch ein. Noch zweimal D. Mhm. Auch zweimal. Aber nur einmal Pyrocracker. Na geil. Und was ist das hier? Flashball, also Crackingbälle, oder? Die sind doch auch geil. Die sind altes VPI sogar noch. Wieder ein bisschen älter. Mit dem werden wir auch jetzt anfangen. Bin ich mal gespannt, ne, was die so drauf haben. Jo. Jo, wir machen die jetzt. Aber ey, guck mal, was wir gerade gefunden haben, Leute. Leute, da sind einmal Meteoriten drin. Ranzig, ey. Mal gucken, vielleicht können die trotzdem was. Altes VPI und dann Meteoriten. So muss ja. Das. Ja. Gucken. Ganz okay. Ah, why not? Machen wir mal noch einen. Alle weg, oder? Ja doch, hau gleich alle weg. Auch schön mit dem Dennis Pyro-Brenner. Na ja. Ja. Ich kann mir nämlich keinen leisten. Also so sind die gar nicht. Nee, nee, die sind... Oh, Hauchring. Nein, nein, wir haben es doch bei uns. So, was haben wir hier? Jetzt haben wir hier die China-Cracker. Hallo. Ja, warte. Oh, ein Thumbnail. Mann, danke, dass du mich geguckt hast. Mitten im Video, Thumbnail. So, 4,8 Gramm nehmen. Ich würde mal sagen, ich mach mal auf und verzündeln wir mal zu zweit hier. 8 Stück, nehmen. So sehen die aus. Nehmen? Ja. Standardrotze, ne? Mal gucken. Gott, sind die geil. Also sind nicht... Nee, die sind... Aber der, oh, der hat gut geschnitzt. So sind die gut. Nicht nachmachen. Was machst du denn? Ich werf die halt weg, ne? Wie da draufsteht. Mhm. Du musst ihn direkt auf den Boden werfen. Ich fahr werden. Ja. Und den letzten. Ich hab das Gefühl, nach hinten raus werden die ein bisschen besser. Naja. Nach hinten raus. Immer. Machen wir mal noch. Machen wir mal noch den hier. Mal gucken, was der so sagt. Was machst du denn? Jo! Geht zum ersten Mal der Brenner von mir nicht, das ist ja auch eine Neuheit. Oh mein Gott. Ja, waren aber nicht so stark. Schön. Gut, nein, jetzt haben wir hier die D-Böller. Die werden wir uns jetzt mal auch ein bisschen näher angucken. Und mal gucken, ob die was können. Da hinten ist erstmal irgendwas anderes von den Jungs. Also immer. Das ist? Ja, anscheinend. Scheiße! Nano und Crazy Robot. Wir sind überhaupt in Polen. Ja, die FBI sind besser, oder? Okay, so. Guck mal, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Was die so sagen. Oh, na, geschnipst du? Bei mir piept! Sie sind ganz gut! Deine Film, der geht nochmal. Ja, okay. Aber nicht in unsere Richtung. Ja, das ist ein Treiber, oder? Ja. Oh, die sind ganz gut, auf jeden Fall. Als nächstes die Superböller 1. Nem kann ich hier irgendwie 12 Gramm. Also die D-Böller waren auch gerade auf jeden Fall gut. Schauen wir mal, ob die besser sind. Oh. Gute Qualität auf jeden Fall. Ja, das sieht auf jeden Fall schon mal scheiße aus. Qualität von Henkel zum kleinen Preis, ne? Ja. Warte, ich mach mal hier den ersten. Was sind da der? Das ist Fontäne mit Explosion, weißt du? Oh mein Gott. Ja, das geht eigentlich auch voll. Der sowieso nicht geht. Der war schlecht. Der war schlecht. Boah, Leute, ich dachte gerade, das wäre F3 oder so. Machen wir die auch noch? Direkt so. Ja, wir machen noch ein paar Stück von denen. Aber die waren jetzt ja nicht überzeugend, ne? Aber kalter. Oh, die richtig eklig, ey. Der wird auch verpuffen. Ja. Sieht man jetzt schon. Bah! Alter, der Rotz. Der hat auch schon mega Rotz. Genau, wie das aussieht, der ganze Rauch. Das ist schon wieder so geil wie letztes Jahr. Ja. Ja. Aber nun. Der hat wieder schön. Naja, die ging. Die war so, haben wir hier die Susanne. Super. Knallfrosche D, ne? Ja? Hast du gerade B gesagt? D. 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 Wie Dennis Pyro. Jawohl. Ja. Also nochmal neu oder nicht? Passt das? Nee, gut, also wir haben jetzt hier
Knallfrosche D von Nico. Sieht auf jeden Fall schon rauchig aus. Boah, die sehen ja richtig gut aus. Mal gucken, was die so können. Aha. Oh. Ey, die hüpfen sogar noch. Bisschen. Ja, a little bit. Kannst eigentlich auch gleich alle leer machen. Wenn ich die aufziehen würde. Machen wir mal ein bisschen weiter hin. Weg. Genau. Ja. Geht, ne? Ah, ganz normaler Frosch halt. Oh nein, regnet es jetzt? Nein, das ist der scheiß Wind auch von den Bäumen hier. Aber, ja, wie gesagt, habe ich ja gerade gesagt. Ganz normale Frösche, Lungs. Ne, das Lungs. Okay. So, mach mal hier jetzt einen Kobi. Kanonenschlag C steht überhaupt drauf und die sind noch sehr fest, meinst du, ne? Ja. Die sehen auch, also die sehen auch noch echt gut aus. Ich gebe mal richtig voll Power, kriege die kaum eingedrückt. Ich bin echt mal gespannt, ob die was taugen, ne? Ui! Die waren gut! Alter, mach mal, Slow Motion raus. Ja, okay, jetzt ist Slow Motion. War Daniel. Und hier zu guter Letzt, Kanonenschläge. Was sind das, Johannes? Superböller 2? Oder sowas? Was einfach? Okay, ich bekomme keine Antwort von Johannes. Ja. Hier wird was gezündet. Crazy Robot. Ja. Ja. So sehen die guten Teile aus. Scharf, jetzt 3,9 Gramm. 3,9 Gramm auf einmal. Die sehen aber auch nicht viel besser aus von der Verarbeitung. Nee, aber das klingt wenigstens ein bisschen interessant. Oh. Ui! Die waren gut. Dann machen wir vielleicht nochmal einen. Das zieht sogar ein bisschen im Ohr. Ja. Alter Schwede! Okay, mach du doch einen und ich auch einen. Wollen wir einen in der Luft machen? Ja, mach mal, versuch mal. Okay, jetzt pass auf. Ich weiß gar nicht, wo der ist da. Alter Schwede. Also Jungs, die sind richtig geil. Machen wir noch die letzte. Jungs und Mädels. Oh, ne, zu leer. Also die sind wirklich top und genauso das Sortiment, also wenn ihr das für 5 Euro oder so bekommt, kann man sich eigentlich mitgeben. Mitnehmen. Mitgeben. Ja, dann danke zum Zuschauen, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und haut rein und ciao.